Hallo meine lieben Leute, jetzt bin ich auf meinem Grundstück. Leider Regen wieder. Das Dach ist noch nicht ganz fertig, weil das gestern ganz schön geregnet hat, heute auch. Vielleicht nächstes Mal. Aber ein bisschen angefangen von draußen zu putzen. Wie Sie das sehen, das Dach ist fast halb. Da vorne haben sie ein bisschen geputzt. Tja. Ich hoffe, dass übernächste Woche alles vorbei ist mit dem Regen, dass es schneller geht. Wie man es so sieht, haben sie ja schon angefangen zu putzen. Wie man das sieht, das wird schon gut vorangehen. Außenseite, über das halbe Haus. Nur ein halbes Dach, ein Drittel Dach fehlt. Von innen hat schon die Hälfte verputzt. Wo überall das Dach ist, wird schon verputzt. Und genauso wie außen.
sind wir in Essen. Das ist nicht weit von mir entfernt, macht sehr guten Hähnchen und Reis mit gehacktes. Paco Pau nennen sie das und ist sehr gut. Die verkauft das 300.000 nur, weil ich das bin für den Preis. Sonst nimmt sie 3,5 für ein Reih. Aber ich habe es geredet, wenn das sind Leute von mir, dass die dann auch ein bisschen runtergehen kann. Da muss ihr selbst entscheiden, wenn ihr was haben wollt oder nicht. Tja. Hier im Restaurant bekommt man ein gutes Essen. Wie das ist, schmeckt das gut. Sieht auch gut aus. Besonders ein Hähnchen schmeckt sehr gut. Ja, und tüchtige Geschäftsfrau verkauft später hier noch Kaffee. Das ist so in Isan, wenn das regnet und man fährt auch mit dem Allrad. Das ist wie Schmierseife. Wenn ein Rad kein Profil mehr drauf hat, sondern alles in Dreck, bekommst du den Wagen nicht raus. So wie bei mir. Da kannst du machen, was du willst. Du rutschst wie auf Schmierseife. Das ist wie Eis. Eis ist noch harmlos, aber das ist noch schlimmer. Und das verstehen nicht viele, wenn sie in so ein Land fahren.